Herr Waschkau, hier sind auf beiden Seiten wird Verschwörungstheorie vorgeworfen. Ist das üblich? Ich möchte zunächst mal vielleicht gerade einmal den Begriff noch mal ganz klar definieren. Also eine Verschwörungstheorie ist immer eine Theorie, die gegen die offiziell verlautbarte Meinung geäußert wird. Das heißt, die Leute mundtot zu machen. Ja, ja, klar. Genau. Das ist eine Intention, die Sie mir in den Mund legen. Ich möchte erstmal den Begriff erstmal erklären, Herr Wimmer. Und es ist so, dass diese drei Herren hier zumindest zunächst mal die offizielle Meinung vertreten. Dazu würde ich mich auch zählen. Das heißt, das definiert zunächst mal nicht eine Verschwörungstheorie. Frau Donner vertritt eine alternative Erklärung oder zumindest sagt sie, sie glaubt nicht der offiziellen Version. Genau. Damit ist es rein formal von der Definition her eine Verschwörungstheorie. Was wir hier ganz oft, das ist einfach von der Begrifflichkeit her, das ist einfach so.